David, du hast das Buch geschrieben Generation und Geltung, in dem du dich aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Phänomen der Generationen beschäftigst. Heute, wenn man in Buchläden geht, der Generationenbegriff ist eigentlich überall. Generation Facebook, Generation Internet, auch Generation Praktikum vor ein paar Jahren. Wie erklärst du dir dieses gestiegene, offensichtlich gestiegene Bedürfnis nach diesem Generationslabel? Ja, Generationen stellen ganz klar ein Identifikationsangebot bereit für verschiedene Leute. Wenn man in einer Generation oder zu einer Generation gehört, in einer Generation lebt, dann verbinden einen verschiedene Sachen mit anderen Leuten. Und gerade in Zeiten, in denen man sich selbst vielleicht seine eigenen Rollen ein Stück weit versichern muss, in denen man nicht so genau weiß, was vielleicht auch passiert, in denen Karrieren nicht mehr so planbar sind und Gesellschaft generell ein bisschen in Bewegung geraten ist, da glaube ich, dass sowas ganz wichtig ist, einfach einen Punkt zu haben, wo man sich mit anderen Leuten drüber verständigen kann, untergründig, ohne da groß erstmal auf die Suche gehen zu müssen. Und ich glaube, dass das ganz viel von der Konjunktur des Generationenbegriffs erklären kann. Aber ist das was Neues? War das nicht schon immer so? Wie war das bei vorherigen Generationen? Ja, das war schon tatsächlich so, dass es gibt das immer. Also Heinz Bude hat mal geschrieben, dass das Ich, das Wir braucht, um sich im Generationenroman der deutschen Geschichte irgendwie wiederzufinden, sich dort zu verorten. Und ich glaube, dass das schon immer eine Rolle gespielt hat, aber es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren einfach eine ganz, ganz große Zunahme dieser Generationslabel, genau wie wir das gerade eben auch gehört haben, stattgefunden hat. Und es scheint offensichtlich in der letzten Zeit so zu sein, dass dieses Label wirklich nochmal eine besondere Konjunktur bekommen hat. Was ja auch auffällt, wenn man zum Beispiel frühe Generationen nimmt, dann fällt einem sofort die 68er ein. Das ist in Deutschland eigentlich so die berühmteste Generation. Das war eine Jahreszahl, auch die 45er waren eine Jahreszahl, die 78er. Eine Jahreszahl. Heute sind es eher Begriffe. Bei Golf war es etwas über so ein Lifestyle-Produkt. Bei Praktikum zielt es ab auf so eine etwas prekäre ökonomische Lage der Betroffenen. Es gab so einen Wandel. Warum nicht mehr? Warum schafft man es nicht mehr, das an der Jahreszahl festzunehmen? Ja, das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, der in den Sozialwissenschaften auch breit diskutiert wird. Man sucht, wenn man Generationen identifizieren möchte, sucht man traditionell immer nach Zäsuren, nach Einschnitten, die Leute prägen, zu denen sich Leute irgendwie verhalten können. Das wäre zum Beispiel bei den 45ern, die ich in dem Buch auch behandle, wäre das der Zweite Weltkrieg oder das Ende des Zweiten Weltkriegs gewesen. Und das natürlich das Leben auf eine neue Bahn lenkt, auf eine neue Grundlage stellt. Und diese harten Brüche, harte Zäsuren, wenn man so möchte, die gibt es in der Form heute natürlich nicht mehr unbedingt. Es sind heute ganz andere Sachen, die dort an die Stelle der ganzen dieser Zäsuren getreten sind, wenn man so möchte. Ich möchte nicht sagen, dass es die Zäsuren nicht mehr gibt. Ich glaube, dass man die sehr wohl noch feststellen kann, nur dass sie halt eben anders aussehen. Es sind keine Kriege mehr, sondern es sind dann viel mehr vielleicht Geschichten, die durch sozialstaatliche Arrangements geschaffen werden, durch eben gerade politischen Wandel in verschiedenen Epochen. Und was ganz zentral ist, und das ist das, was ich glaube, in meinem Buch auch nochmal herausgearbeitet habe, ist einfach, dass sich ab den 70er Jahren tatsächlich was verändert hat. Man spricht in der Geschichtswissenschaft oder auch in der Sozialwissenschaft vom Strukturbruch, der infolge der Ölpreiskrisen und ja, der Aufkündigung des Klassenkompromisses, wenn man so möchte, eben gerade eingetreten ist. Und das infolgedessen auch befördert übrigens durch Gedanken, die sich ausgehend von den 68ern durchgesetzt haben, ist das Individuum ein ganzes Stück weit wichtiger geworden. Man sieht das an den Wohlfahrtsstaatsreformen zum Beispiel, dass Gesellschaft ein Stück weit zurücktritt oder nicht mehr, oder sagen wir mal so, dass die gesellschaftlichen Kräfte direkt auf das Individuum wirken. Und ausgehend davon ist es einfach so, dass sich prägende Kräfte in der Gesellschaft verändert haben und man nicht mehr nach diesen Zäsuren unbedingt gucken kann, sondern dann eher nach Perioden oder eben gerade an, wie du das gerade eben gesagt hast, an Lifestyle-Produkten oder bestimmten Einschnitten wie der Generation Praktikum, der Praktikumskarriere einiger Leute eben gerade gucken kann, ob das vielleicht das Prägende ist, was eine Generation heute ausmacht. Was anderes fällt auf, die neueren Generationsbücher werden eigentlich allesamt von Journalisten geschrieben, wenige von Wissenschaftlern. Du hast dich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt. Was kann die Wissenschaft noch zum Generationsbegriff sagen? Wie geht sie damit um, mit diesem Eindrängen von Generationslabels auf sie? Ja, das ist tatsächlich auch wieder eine ganz spannende Frage, weil in den Sozialwissenschaften der Generationenbegriff wirklich so ein bisschen auf den Hund gekommen ist, wenn man so möchte. Es ist so, dass
dort gefragt wird, ob sich überhaupt noch Generationen herausbilden. Man spricht dann davon, eben gerade in Abgrenzung zu den 68ern zum Beispiel, dass es heute postheroische Generationen sind, wohingegen früher dann eben auf Grundlage dieser Brüche heroische Generationen sich gebildet hätten. Und ja, heute ist es hoch umstritten, was es ist, ob es das überhaupt noch gibt, ob diese ganzen Arrangements, mit denen man früher darauf geguckt hat, eben gerade, ob sich das noch finden lässt. Und dementsprechend ist der Generationenbegriff in den Sozialwissenschaften mehr und mehr umstritten. Und es ist vor allem die generationelle Prägung, die dabei umstritten ist, was letztlich für das Entstehen einer Generation verantwortlich ist. Wenn wir es mal konkret machen, du greifst ja in deinem Buch das Label der Generation Praktikum auf. Und wie würdest du sagen, was kennzeichnet diese Generation der heute um die 30-Jährigen? Ja, die Generation Praktikum, oft wird sie auch Generation Prekär genannt, kennzeichnet natürlich das. Und man muss dabei natürlich einschränkend sagen, man hat bei Generationen immer im Kopf, dass Generationen praktisch ganze Geburtsjahrgänge in Gänze umfassen. Und das ist natürlich bei der Generation Praktikum nicht der Fall, das war aber auch bei den 68ern nicht der Fall. Und trotzdem haben sie sich durchgesetzt und sind unglaublich wirkmächtig und deutungsmächtig geworden. Und bei der Generation Praktikum, ja, da ist es so, dass eben gerade sich die Gesellschaft praktisch dahingehend verändert hat, dass keine so bedeutsame Stabilität mehr im Lebenslauf garantiert ist, dass viele Dinge in Bewegung geraten sind, dass ganz, ganz maßgeblich durch die Arbeitsmarktreform unter Rot-Grün sich neue Arrangements, neue Möglichkeiten einfach gefunden haben, wie man praktisch arbeiten muss heutzutage auch. Und das betrifft dann viele Leute, die auch gut ausgebildet sind, die selbst natürlich dann auch anfangen, darüber zu schreiben, wenn sie Praktika machen. Und das ist genau der Effekt, den man hier beobachten kann. Also es gibt schon sowas, und das kennt jeder jüngere Akademiker, denke ich auch, dass man mit einer gewissen Unsicherheit konfrontiert ist, was als nächstes kommen mag. Und das ist glaube ich, der Effekt, oder das ist das Lebensgefühl der Generation Praktikum, Generation Prekär, wenn man so will. Und das ist das, was ich sagen würde, ist erstmal grundlegend das, woran man das festmachen kann. Ich hatte es anfangs erwähnt, dass es ja eben mittlerweile sehr viele Generationslabels auf dem Markt gibt und immer neuere Veröffentlichungen. Nina Power hat auch eine vorgelegt, wo eben, es gab jetzt kein eigenes Generationslabel benannt, sich auch ein bisschen dagegen gewehrt, aber trotzdem sozusagen die Problemlagen ihrer Generation eben beschrieben. Mhm. Die Angst ist da vor allem so ein Schlüsselbegriff, und zwar Angst im Sinne von individuellen Ängsten, die man nachts irgendwie mit sich selbst ausmacht und die einen daheim suchen. Passt das für dich in diese Generationspraktikumsidee? Weil damit hast du dich ja im Buch noch nicht beschäftigt, oder das kam dann auch erst später. Aber ist das für dich, ist es die gleiche Generation, von der auch Nina Power spricht? Ich würde sagen, dass Nina Power in ihrem Buch, ich habe es auch gelesen, dass dort auf jeden Fall ganz wichtige Sachen drin sind, die auch schon in der Generation Praktikum zu beobachten sind. Nämlich gerade, wenn es darum geht, dass man Angst hat oder dass man eben kurz vorm Burnout steht. Das sind ja die ganzen Themen, die auch irgendwie in den öffentlichen Diskursen gerade eine große Rolle spielen. Und das sind Sachen, die, glaube ich, diese Generation Praktikum, wenn man so möchte, gerade zu Beginn des Lebens schon beschäftigen. Und das ist natürlich was anderes, gerade zu Beginn der Erwerbskarriere, und das natürlich zentrale Themen sind dort. Also man muss sehr hart strampeln, um in seinen Beruf zu kommen, um irgendwann das Auskommen auch oder das Einkommen zu haben, um irgendwo sich auskömmlich leben zu können. Und dafür, finde ich, hat sie schon sehr treffende Beispiele an einigen Stellen gefunden. Und ich glaube schon, dass die Angst ein ganz, ganz zentraler Punkt ist. Ja, also vor allem die Angst, und das ist das, was mit der Generation Praktikum das vielleicht nochmal ein bisschen verbindet mit dem, was ich gerade eben gesagt habe, die Angst, nie gut genug zu sein. Eben die Angst, ein Scheitern ist eben heute ein Scheitern von mir selbst und nicht etwas, was außerhalb meiner Person stattfindet. Und das ist eine Sache, die natürlich unglaublich kräftezehrend ist, und das trifft sie gut. Ja. Ich möchte zum Schluss nochmal auf eine Frage kommen, die ich für sehr wichtig halte. Wie politisch ist eigentlich die heutige Generation? Es gibt ja die These, dass man sagt, die 68er waren im Grunde die letzte politische Generation. Bei den Golfern würde ich sagen, ist es klar, da versteht man sich selbst sogar noch stolzerweise irgendwie als unpolitisch. Heute scheint es mir ein bisschen anders zu sein. Wenn wir nochmal Nina Power folgen, die sagt im Grunde, man weiß nicht so ganz, wie man sich politisch einordnen soll, man ist nicht richtig politisch, also im Handeln, aber da gibt es etwas, es gibt dieses Bedürfnis. Man liest dann doch irgendwie die Zeitung, man beschäftigt sich damit, weiß aber nicht,
wie man das Statement eigentlich setzen soll. Wie würdest du aus deiner persönlichen Sicht sagen, wie politisch ist heute die heutige Generation? Ja, es ist so, dass man natürlich erstmal fragen müsste, was politisch ist. Ne? Also was gehört dann dazu? Ja, wie politisch ist sie, die Generation? Ich würde sagen, dass die Generation nicht unpolitischer ist als Generationen, die davor waren. Nur es ist so, dass eben gerade auch, und das kann man vielleicht auch wieder aus der gefühlsmäßigen Prägung ein Stück weit erklären, dass eben gerade dann auch wieder ein Stück weit Zurückhaltung, Angst vielleicht sogar besteht, sich ganz offensiv zu verschiedenen Sachen zu bekennen. Man muss sich das so vorstellen, wenn man die 68er vor Augen hat, dann ist es da eben eine große Kohorte gewesen, die praktisch mit ihren Ideen, auch wenn es vielleicht nur eine kleine Trägergruppe war erstmal am Anfang, dann auch komplett in die Gesellschaft strömen konnte und diese Ideen auch umsetzen konnte. Das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl der Sicherheit. Und heute hat man eben gerade, wenn man was verändern wollte, worauf wollte man sich beziehen? Will man sagen, heute ein ganz egal, wie man jetzt dazu stehen mag, aber spätestens seit 1989 ist es so, dass ganz radikale Systementwürfe halt wirklich zur Disposition stehen. Und ich sehe da auch bislang noch nicht, was sozusagen anders sein sollte oder was da Neues entstehen wird. Man wird das jetzt sehen, was zurzeit ist mit Occupy und anderen Gruppen, vielleicht auch in Spanien oder sowas. Internationale Perspektive ist da, glaube ich, ganz, ganz zentral. Nur den Punkt nochmal stark zu machen, das ist aber natürlich genau der Punkt. Man fragt bei den 68ern, aber sagt man, das ist die letzte politische Generation und man hat immer das Bild der 68er im Kopf und das ist die Schablone, die man anlegt an spätere Generationen. Wenn man danach sucht und deduktiv praktisch vorgeht und sagt, okay, gut, dann kann man praktisch zu vielen Generationen sagen, dass sie unpolitisch sind, gerade eben, wenn man sozusagen 30 Jahre lang den öffentlichen Diskurs mitbestimmt hat. Vielen Dank, David. Bitte. Thank you.